Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handpuppen unter der Lupe. Diesmal mit dem Volk meines kuscheligen Häschen. Es ist mal wieder eine sehr naturnahe Handpuppe, die die Firma dort entworfen und umgesetzt hat. Also ich finde, die Handpuppe ist sehr gut gelungen, aber wie die genauen Details der Handpuppe sind, das möchte ich mir etwas genauer mit dir anschauen. In die Handpuppe gelangen wir, wenn wir auf der Unterseite reingreifen. Dort gelangen wir dann auf der einen Seite in das Klappmaul. Und wir können auch die Vorderpfoten bespielen. Beides gleichzeitig ist schwerlich möglich. Das Klappmaul ist übrigens für große Hände noch gerade eben so geeignet. Also ich kann das noch bespielen. Das geht. Dann, wenn wir uns das Gesicht noch etwas weiter anschauen, wir haben zwei wunderschöne Augen, die in dem Zentrum schwarz sind und dann einen braunen Rand haben. Die Augen heben sich noch etwas ab, dadurch, dass es hier um die Augen drumherum weiß gestaltet ist. Beziehungsweise ist es mehr so, ja doch, ein an Creme weiß, würde ich sagen. Das Fell von dem Hasen ist in einem Art Beige, wir haben hier am Mund, man sieht das leider etwas schlecht auf der Aufnahme, haben wir Schnurrhaare auf beiden Seiten. Dann haben wir hier eine süße Nase. Die würde ich behaupten, der Natur auch sehr nah empfunden ist. Wir haben hier nochmal eine Art rosa Faden. Ich zeige das dann auch noch auf den Detailfotos etwas genauer. Das ist ja auch oft sehr markant bei den Tieren mit solch einer Nase. Dann haben wir die Schlappohren. Die sind auf der anderen Seite, beziehungsweise auf der Innenseite sind die auch nochmal mit einem anderen Material versehen. Finde ich sehr schön. Die Hände haben hier kein anderes Material, beziehungsweise die Pfoten. Das Einzige, was wir haben, ist an den Hinterpfoten, dass hier nochmal extra ein anderes Material verwendet wurde. Das Material ist dasselbe wie bei den Schlappohren. Innen drin fühlt sich die Handpuppe ganz gut an. Man kommt gut rein, noch eben so mit großen Händen, wenn die noch größer sind als meine. Ich glaube, ich habe Handschuhgröße 9. Dann wird es etwas schwieriger. Für Frauenhände würde ich sagen, ist die Handpuppe auch gut geeignet. Wie gesagt, ich lege immer nahe, die Handpuppe auszuprobieren und zu schauen, passt sie wirklich für dich. Ist das das Richtige oder muss ich vielleicht doch eine andere Häschenhandpuppe nehmen oder vielleicht sogar einen anderen Hersteller? Der Bauch ist auch nochmal sehr schön, zeichnet sich ab. Hier durch den helleren Farbton, wie ich finde, das Ganze geht dann noch bis in das Gesicht hier rein. Auf der Rückseite haben wir ein kleines Stummelschwänzchen. Das ist leider auch nicht bespielbar, das geht leider nicht. Nicht wundern, hier ist ein kleiner Fleck. Der ist natürlich nicht normalerweise mit dabei. Das ist, weil das eine Handpuppe ist, die bereits schon seit ein paar Jahren in Benutzung ist. Zur Verarbeitung kann ich dahingehend gleich sagen, die Verarbeitung ist wirklich sehr gut, so wie man es halt bei Volk Menes und bei anderen Handpuppen, namhaften Handpuppenherstellern erwartet. Und man kann eigentlich nichts Negatives sagen. Bis auf vielleicht das hier ist nochmal so ein kleines Etikett dran. Ich hätte mir gewünscht, dass man einfach das bei diesem einen hier unten belässt. Und was ich eigentlich auch immer ganz toll finde, ist, wenn man wenn man selber weiß, was das für eine Handpuppe ist. Ich weiß nicht, ob jetzt hier ein Etikett früher mal dran war, das wusste die Besitzerin jetzt leider auch nicht, wo dann halt nochmal drauf steht, explizit, was das für eine Handpuppe ist. Jetzt möchte ich dir noch zum Abschluss dieser Detailvorstellung ein paar Detailbilder präsentieren. Ich wünsche dir viel Spaß.
Abschließend muss ich sagen, mir gefällt die Handpuppe richtig gut. Was mir besonders gefällt, ist, so wie eigentlich bei jeder Fortnite Handpuppe, dass diese ganzen Handpuppen wirklich sehr nah an der Natur gestaltet sind. Wenn man dagegen andere Hersteller sieht, ohne das wirklich als Kritik zu meinen, dann ist es oft wirklich nicht naturnah gestaltet, was die Farbgebung angeht. Preislich gesehen ist der Hase bei 53 Euro. Er ist 22 cm hoch, also es ist wirklich dann die Sitzhöhe, so wie du das hier siehst. Und er misst von den Vorderpfoten gesehen bis zu seinem kleinen buscheligen Schwätzchen hier 22 cm. Ob dir der Hase gefällt, das musst du selber entscheiden. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich hier reingeklickt hast. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinklickst. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute, dein Hannes.